Schritte einer systematischen Personalentwicklung. Vier Schritte. Vier Schritte. Erster Schritt: Ermittlung des Entwicklungsbedarfs. Wie kriege ich das? Indem ich Anforderungsprofile definiert habe und mit den Leistungsprofilen abgleiche. Was brauchen wir und was können die Leute? Ja, wir schauen uns gleich im Detail das noch etwas genauer an. Das ist der erste Schritt. Zweiter Schritt: Planung der Maßnahmen. Hier habe ich verschiedene Möglichkeiten. Hier habe ich ein Spektrum von Maßnahmen: On the Job, Off the Job, Near the Job oder Kombinationen von den dreien. Das schauen wir uns an. Dann dritter Schritt: die Umsetzung. Und der vierte Schritt ist hier, weil wir die Systematik so gewohnt sind, der vierte Schritt: Kontrolle der Effektivität. Im Grunde ist der vierte Schritt heute ein begleitender Controlling, begleitendes Steuern. Wenn ich also feststelle, dass eine Maßnahme überhaupt nicht greift, dann werde ich nicht bis zum Ende warten, sondern werde ich sofort gegensteuern und die Maßnahme durch eine andere ersetzen. Wenn ich sehe, dass ein Trainer nicht ankommt, werde ich sofort den Trainer auswechseln. Wenn es dann nur zu Differenzen kommt und der Mann oder die Frau kommt überhaupt nicht an bei den Leuten, werde ich nicht bis zum Ende warten und sagen, die Maßnahme war nicht effektiv, sondern ich werde sofort den Trainer austauschen. Also der vierte Schritt ist in Wirklichkeit ein begleitender Schritt und aus Kontrolle wird mehr und mehr Controlling. Okay. Im Übrigen glaube ich, dass wer einen Fernlehrgang bucht, sich durch schöne Werbebilder hat täuschen lassen. Er muss nun unter dieser Täuschung leiden. Wollen Sie hingegen lernen ohne Leiden, dann klicken Sie einfach auf den Link unter diesem Video.